Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich das Tropica Plant Growth System 60 vor. Mit diesem System soll man kostengünstig seine Aquarienpflanzen zusätzlich mit CO2 versorgen können. Es ist für Aquarien bis 60 Liter Wasserinhalt gemacht und sozusagen der Einstieg in die CO2-Welt. Ich habe es mir für mein zweites Nano-Aquarium gekauft, da dieses momentan von Grünalgen heimgesucht wird. Auf den Steinen stören sie mich eigentlich nicht, aber sie belegen jetzt auch immer öfter die Blätter der Pflanzen und behindern diese beim Wachstum. Ich führe den Algenbefall darauf zurück, dass nicht genug Pflanzen im Aquarium sind, die die Nährstoffe im Wasser verbrauchen, beziehungsweise dass diese noch nicht groß genug sind. Besonders die Hygrophila pinnatifida wächst zu langsam und bildet nur kleine Blätter und ich hoffe, dass sie mit dem CO2 ein bisschen zulegt. Um Nährstoffe aus dem Wasser zu ziehen, habe ich vor fast 3 Wochen die eigentlich schnell und üppig wachsende Helanthium quadricostatus eingesetzt, die ich als In-vitro-Pflanze gekauft habe. Sie hat jetzt anscheinend endlich von E-Mers auf Submers umgestellt und fängt an zu wachsen. Und das möchte ich mit dem CO2 unterstützen, und zwar so lange, bis sich ein gewisses Gleichgewicht im Aquarium eingestellt hat und die Algen zurückgehen. Das ist mir in meinem ersten Aquarium ganz ohne CO2 gelungen. Dort stellten sich nach ca. 4 Wochen Kieselalgen ein, die anfingen, die Steine zu überziehen. Auch hier hatte ich anfangs nicht genug Nährstoffverbraucher im Aquarium. Ich habe dann den Java-Farn eingesetzt und seitdem sind die Algen dort kontinuierlich zurückgegangen. Das Plant Growth System besteht aus der CO2-Dose, der Dosierkammer, einem Schlauch und einem Rückschlagventil. Das System soll dann so funktionieren, dass man die Dosierkammer unter Wasser anbringt und sie über den Schlauch mit CO2 aus der Dose füllt. Dieses löst sich dann langsam im Wasser auf. Auf der Dosierkammer befindet sich eine Skala, auf der man den CO2-Inhalt ablesen kann. Wie viel man jeweils einfüllen muss, kann man auf der Tabelle auf der Verpackung ablesen. Und zwar steht da zuerst die Aquariumgröße, dann die entsprechende Dosierung und dann der Zeitraum, in der die Dose bei der jeweiligen Dosierung aufgebraucht wird. Mein Aquarium hat netto 10 Liter Inhalt. Der Tabelle nach muss ich jeweils 40 Milliliter in die Dosierkammer füllen, also bis dorthin. Und dann wird die Dose voraussichtlich nach 130 Tagen leer sein. Man füllt die Kammer täglich neu auf, und zwar immer dann, wenn das Licht angeht, damit die Pflanzen das CO2 auch optimal verwerten können. Wie man hier sieht, ist die Dosierkammer dafür gedacht, in einer Ecke des Aquariums angebracht zu werden. Nun ist bei mir hinten links schon der Dennerle-Eckfilter angebracht und rechts hinten passt die Kammer von der Höhe nicht hin. Deshalb werde ich sie vorne anbringen müssen, was natürlich nicht so gut aussieht und auch strömungstechnisch ist das nicht optimal. Um das CO2 gut im Aquarium zu verteilen, müsste sich die Kammer möglichst nah am Filter befinden. Oben auf der Dosierkammer ist ein Ventilstopfen angebracht. Damit soll man die Kammer einmal in der Woche entlüften. Das Prinzip ist jetzt also folgendes: Der Schlauch wird an der Dosierkammer angebracht und mit dem anderen Ende an die Flasche angeschlossen. Ist die Kammer im Aquarium mit Wasser gefüllt, drückt man oben auf die Dose und füllt so viel CO2 wie nötig ein. In der Kammer entsteht dann eine CO2-Blase, die sich mit der Zeit im Wasser auflöst. Damit das CO2 in der Kammer bleibt und kein Wasser angesaugt wird, muss das Rückschlagventil in den Schlauch eingesetzt werden. Um das Ventil zwischenzuschalten, wird der Schlauch einfach darauf gesteckt und dann das Sicherungsgewinde darüber gedreht. So sollte er sich nicht mehr abziehen lassen. Das gleiche macht man dann noch mit dem Schlauch zwischen Flasche und Ventil. Dabei zeigt der Pfeil auf dem Ventil in die Richtung, in die das CO2 nachher fließen soll. Beim Einsetzen der Dosierkammer ins Aquarium lässt man zuerst alle darin befindliche Luft heraus und bringt sie dann mit den Saugnäpfen in einer Ecke an. Leider kann man hier im Video die Skala nicht mehr sehen, weil sie sich auf der anderen Seite befindet. Jetzt den Schutzdeckel von der Dose entfernen, denn sonst kann man kein CO2 ausströmen lassen. Nachdem der Schlauch angebracht ist, drückt man oben auf die Dose und schon presst das einströmende CO2 das Wasser aus der Kammer. Das geht relativ schnell, man muss also aufpassen, dass man nicht überdosiert, gerade wenn man nur so wenig einfüllen muss wie bei meinem Aquarium. Jetzt war beim ersten Mal aber noch Luft im Schlauch, die dann von dem CO2 aus der Dose in die Kammer gedrückt wurde. Deswegen lasse ich die erst einmal über das Ventil ab und sofort steigt der Wasserstand in der Kammer wieder nach oben. Ich drücke dann noch einmal auf die Dose und hoffe, dass ich diesmal nur noch CO2 in der Kammer habe. Das sind jetzt die gewünschten 40 Milliliter. Jetzt soll sich das CO2 in den nächsten Stunden im Wasser lösen und der Wasserstand steigt dann in der Kammer langsam wieder an. Die Dosierkammer soll möglichst nah am Filter angebracht werden, damit das im Wasser gelöste CO2 gut vermischt wird und überall im Aquarium zu den Pflanzen kommt. Bei mir ist die Kammer jetzt nicht so optimal angebracht, aber ich hoffe, dass es trotzdem klappt, weil das Becken ja so klein ist. Ich bin gespannt, ob der Wasseraustausch auch in der Kammer funktioniert.
Das Ganze ist ja ein Versuch und wir werden sehen, was daraus wird und ob die Pflanzen schneller wachsen und so die Algen zurückgehen. Die Dosierkammer wirkt in meinem kleinen Aquarium leider etwas überdimensioniert und dadurch, dass ich sie vorne in der Ecke anbringen musste, stört sie optisch schon etwas. Aber ich möchte ja auch nur temporär CO2 einbringen, bis sich ein gewisses Gleichgewicht eingestellt hat. Und dafür scheint mir das System ganz gut geeignet. Ich verspreche mir davon, dass besonders die Hygrophila pinnatifida und das Helanthium quadricostatus in den nächsten Wochen einen ordentlichen Schub bekommen. Ich werde dann in einem späteren Video zeigen, ob sich etwas getan hat und über meine Erfahrungen mit dem Tropica Plant Growth System berichten. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Aquarium jetzt weiterentwickelt. Wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert doch meinen Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Ich werde bald ein Iwagumi planen, dann einrichten und bepflanzen und es wäre schön, wenn ihr mich dabei begleiten würdet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Einen Link zum Tropica Plant Growth System und zu Ersatz-CO2-Dosen findet ihr in der Videobeschreibung. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video und macht euch mal wieder die Hände nass!